Aufgabe 14 behandelt nun ein allgemeines dreidimensionales Problem der Statik. Wir haben hier einen Mast, welcher am Punkt A unten von einem Kugelgelenk gehalten wird. Er ist also nicht einbetoniert, denn sonst hätten wir es mit einem sogenannten statisch unbestimmten Problem zu tun, sondern besitzt hier ein Kugelgelenk, kann also keine Momente in A aufnehmen. Zudem befinden sich Abspannseile zwischen B und C und B und D und hier oben greifen in der Ebene XY F1 und F2 als Kräfte an. Zu bestimmen sind nun alle fehlenden Kräfte in dem Problem, sprich die drei Reaktionskräfte im Kugelgelenk A sowie die Seilkräfte zwischen B und C und B und D. Das heißt, ich übernehme natürlich das Koordinatensystem von drüben und dann ist da der Punkt D und da hinten der Punkt C und da oben der Punkt B. Das heißt, wir haben wieder da Verbindungsortsvektoren zwischen B und D und B und C und da oben sind die Kräfte F1 und F2 an den Seilen. Die liegen parallel zur XY-Ebene. Also die Z-Komponente des Vektors ist sozusagen 0. Und was natürlich, wenn man die Seile freischneidet, also wir schauen uns im Wesentlichen den Mast an, freigeschnitten. Wenn man die Seile freischneidet, hat man wieder die Seilkräfte. Hier das FdB und da das FcB. Die Geometrie kennt man ja. Das heißt, wir können uns wieder die Ortsvektoren und die Einheitsvektoren ausrechnen. Und das Lager A ist ein dreidimensionaler, dreiwertiges Lager. Das hat X, Y, Z-Komponenten. Wir nehmen es einfach positiv an da. X, Y und Z. Aber in die positiven Achsenrichtungen jedenfalls. So, nochmal die Kräfte. Dann hat man hier den Abstand C und A, da unten B. Und damit kann man sich einmal überlegen, wie schauen die Vektoren aus. Ich rechne das jetzt nicht alles aus. Ich setze jetzt voraus, dass Sie Ortsvektoren aufstellen können, Einheitsvektoren aufstellen können. Deswegen stellen wir das jetzt nicht alles wieder extra auf, sondern ich schreibe einmal her, naja, was ist FdB, was ist FcB und so weiter. Wissen wir, Spitze minus Schaft und dann dividiert durch den Betrag dessen. Das heißt, den Betrag der Kraft kennen wir ja noch nicht. Gleich wie bei dem letzten Beispiel letztes Mal, bei dem Stabdreischlag, kennt man auch hier die Kraft ja nicht. Das heißt, unser unbekannter Betrag FdB bleibt stehen. Der Vektor ist 0, 1 und minus 3. Der Betrag, wenn Sie sich den Vektor da anschauen, ist Wurzel 1 Quadrat plus 3 Quadrat, also Wurzel 10. Gleiche für FcB. Auch hier kennt man den Betrag der Kraft nicht. Da hat man minus 10 nach hinten, das ist das A, 5 in Y-Richtung und minus 15 und daraus kriegst du die Wurzel 350. Und das gleiche für F1 und F2. F1-Vektor ist dann Betrag F1 und wenn Sie da oben schauen, dann ist die Z-Komponente, wenn das in der XY-Ebene liegt, 0. Die X-Komponente ist Sinus Alpha. Positiv und die Y-Komponente ist negativ, nämlich minus Cosinus Alpha. Und F2-Vektor ist F2-Betrag, 0, minus 1 und 0. Das zeigt nämlich genau in die negative Y-Richtung des F2. Das ist alles und was machen wir dann? Vektorielles Gleichgewicht heißt, die Vektoren aller Kräfte müssen einmal den Nullvektor ergeben, summiert. Also FdB-Vektor plus FcB-Vektor plus F1-Vektor plus F2-Vektor plus A-Vektor, das ist unsere Lagerkraft, muss den Nullvektor geben. Das ist die erste Gleichung, unter Anführungszeichen, weil wie viele Gleichungen kriegt man von dem im Allgemeinen?
3. 3 Raumrichtungen, 3 Gleichungen. Und das Gleiche mit der Momentenbilanz. Die Momentenbilanz haben wir ja auch hingeschrieben, haben es auch gebraucht im Test jetzt. Einfach die Abstandsvektoren zu den Angriffspunkten der Kräfte von dem Punkt weg, um den man die Vektor, die Momentenbilanz aufstellen möchte. Und ich habe die Momentenbilanz um A aufgestellt. Dann haben wir hier RBA-Vektor Kreuz F1 plus RBA-Vektor Kreuz F2, die greifen beide im gleichen Punkt an, plus, also die greifen eigentlich alle im gleichen Punkt an, also immer RBA-Vektor Kreuz FDB und RBA Kreuz FCB. Muss insgesamt natürlich wieder den Nullvektor ergeben. Das ist 2 und das ist die Momentenbilanz um den Punkt A. So, und wie viel kriegen wir aus der? 2. Unabhängige. Also hier 3 Gleichungen, hier 2 unabhängige Gleichungen. Ja, und dann muss man noch schauen, was ist RBA-Vektor? Das ist 0, 0, C. In positive Z-Richtung ist C und das geht entlang der Z-Achse, also 0, 0, C, fertig. So, dann rechnen Sie alle Kreuzprodukte aus. RBA Kreuz F1 brauchen wir. Ich rechne es Ihnen gleich aus. Das ist F1 mal C mal Cosinus Alpha, F1 mal C mal Sinus Alpha und 0, RBA Kreuz F2 ist F2 mal C 0, 0, RBA Kreuz FDB ist FDB durch Wurzel 10 und minus C 0, 0 und RBA mit FCB wiederum Wurzel, lassen wir stehen draußen, FCB durch Wurzel 350 minus 5C minus 10C und 0. So, das setzt man oben ein. Diese ganzen Vektoren ist gleich 0. Schaut sie mit Koeffizientenvergleich die einzelnen Richtungen an, also in X, Y und Z-Richtung kann man es dann ja getrennt als 0 hinschreiben und genauso bei der Kraftbilanz und dann haben sie genügend Gleichungen, mit denen sie das System lösen können. Der große Vorteil von diesem Vektor, von der Vektorrechnungsweise ist, dass Sie, sofern Sie sie einmal festgelegt haben auf ein Koordinatensystem und auf Richtungen, sofort für die Momente die richtigen Drehrichtungen rauskriegen, allein durchs Kreuzprodukt. Also man braucht sie nicht für jede Ebene irgendwie eine Skizze machen, wo dann wie das dreht, ob das jetzt positiv dreht oder nicht oder negativ oder wie auch immer, sondern es steckt da im Kreuzprodukt drinnen. Das ist im Dreidimensionalen der Riesenvorteil von der vektoriellen Rechenweise. Und dann schreiben wir vielleicht nur noch die Ergebnisse her. FDB sollte 509,9 kN sein. AX und AY ist 0. AZ ist 589 kN. Und dann fehlt uns noch FCB. Das ist 131 kN.